Lässt einen die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Im Buch steht, genau hier sei ein Mord geschehen. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Das kann keine Sackgasse sein. Nicht jetzt schon. Was soll ich nur tun? Überlass das mir. Detective-Kräfte an. Und Energie. So. Als allererstes befrage ich erstmal die Dame, die hier so hockt. Entschuldige, aber hast du die polizeilichen Ermittlungen hier vor ein paar Wochen gesehen? Nicht aus der Nähe, aber ich glaube, da war etwas hinter mir. Bin nicht sicher. Gruselige Mädchen. Nicht versunken. Verstorben. Abgewrackt. Klingt nett. Ein anderer Geist sah die Leiche des Opfers den Fluss hinabtreiben. Er weiß vielleicht mehr darüber. Wo bist du? Geistertempo. Was weißt du über das Mädchen, das hier angeschwemmt wurde? Dieses Ding schwamm neben mir im Fluss. Ich glaube, es ist in den Büschen dort gelandet. Büsche? Büsche, Büsche, Büsche. Schwer zu erkennen. Busch. Es ist zu dunkel in den Büschen. Komm mal her mit der Taschenlampe. Joy, ich brauche deine Hilfe, um etwas aus den Büschen zu holen. Okay. Ja, immer noch ein Haufen nichts. Ein Seil. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber mehr war da nicht. Ist das Seil, was Moment den Lockenmörder benutzt? Das kommt mir bekannt vor. Ich muss flussaufwärts und rausfinden, wie sie gestorben ist. Ich sag's besser, Joy. Die Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo? Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Da kann ich genauso gut eine Nadel in einem Haufen von Nadeln suchen. Nein, du Genie. In dem Fall wär's ein Nadelhaufen, in dem es von Geistern wimmelt. Wünschte, wir könnten sie fragen. Weißt du? Sophia. Heilige Scheiße, vielleicht können wir das. Das ist der Geist, der mich beobachtet hat. Dieses Mädchen wollte mich nicht in Ruhe lassen. Das ist sie. Die auf dem Foto. Verdammt, hör auf damit, ja? Warte, lass mich nicht allein. Hast du
Hast du das gesehen? Ja, sie hat mit dem toten Polizisten gesprochen. Ein kleiner Gefallen. Gib ihr eine Chance. Bitte. Hey, ich brauche Hilfe. Bitte. Hörst du das? Ja, natürlich habe ich das gehört. Dämonen. Scheiße. Da sind die. Jage Sophias Geist. Toll. Komm her, du Blümmel. Oder willst du da hinten bleiben? Komm her jetzt. Auf den Arsch. Komm her und ich bring dir ein bisschen Respekt bei. Arzt. Sam und sie in Winchester können einpacken. Hier ist der neue King im Ring. Friedhöfe faszinieren mich, besonders die alten Teile. Ich schätze, es ist wie ein Museum. Ronan, wie der Held, der er ist, kam mit mir mit. Und hörte sich geduldig an, wie ich von Kolonialgouverneuren, die hier beerdigt wurden, und von Massengräbern der Pestopfer von 1660 und der am Geldfieber gestorbenen Kanalarbeiter plappert. So viel Leben und Tod fand in dieser Stadt statt. Stadt. Was für ein friedlicher Ort, um eine Perspektive zu all dem zu gewinnen. Die hat eine komische CC, oder? Hier wäre auch eine Krähe zum Ablenken gewesen. Da brauche ich einen Quatsch. Was ist das für Anfänger? Ey, die macht immer so lange Texte. Wenn ihr euch durchlesen wollt, macht das kürzere Texte, lese ich vor. Komm schon, Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Wer bist denn du? Hi, Kleiner. Wer war der Held? Mein Urgroßvater. Ich habe einige seiner Sachen auf dem Dachboden gefunden. Hab sogar einen Schluck aus seinem Flachmann genommen. Allerdings spricht keiner in der Familie über ihn. Ich denke, das liegt an seinen gruseligen Kriegsgeschichten. Muss toll gewesen sein, jemanden mit dem Bajonett aufzuspießen oder ihm das Hirn rauszublasen. Ja. Vertrau mir, Kleiner. Solche Sachen vergisst du nie. Du wirst dir nur wünschen, du könntest es. Na und? Er war ein Held. Ich würde alles tun, um so in Erinnerung zu bleiben. Stattdessen halten die Leute mich für einen Feigling, der Selbstmord beging. Tut mir leid, Kleiner. Ich hab's nicht getan. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin kein Feigling. Und wenn ich noch leben würde, würde ich jedem, der mich so nennt, die Kehle durchschneiden. Okay. Heikles Thema. Versteh schon. Leute wie du werden es nie verstehen. Das wird nicht gut ausgehen. Wessen Idee war das? Wenigstens gibt's dann später was zu erzählen. Ganz tolle Geschichten. Und einmal auf dem Friedhof, da sind wir in den Gruft eingebrochen. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Bleib hier! Ich weiß nicht, was das werden soll, aber... Endlich wurde auch Zeit, dass Sie jemanden schicken. Hören Sie, ich glaube, Sie verwechseln mich. Auf wen warten Sie denn? Ach, wer soll sich um diesen Ort kümmern? Sehen Sie sich doch mal um. Das sind nicht nur Steine. Es sind Andenken.
Auch wenn sich sonst niemand darum schert, ich weigere mich, meins zerfallen zu lassen. Vergessen zu werden. Okay, dann viel Erfolg. Wir befinden uns hier im ältesten Teil des Friedhofs, der um 1660 gegründet wurde. War das vor oder nach den Prozessen? Oh, hey Kumpel, gute Frage. Hast du ein Problem? Haben wir es alle gehört? Könnte Diese man so sagen. Hat gerade gefragt, ich war ein Metzger, bevor dieses Miststück Hummeln im Hintern bekam und rumschnüffelte. Leute kamen von weit her, um bei mir einzukaufen. Ich bekam mehr Auszeichnungen, als ich an der Wand aufhängen konnte. Dann verschwindet ihr kleiner Junge und auf einmal bin ich in der Todeszelle. Lass mich raten, du hast ihn umgebracht. Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe nie einen von ihnen getötet. Das habe ich meinen Schweinen überlassen. Also wirst du sie für den Rest ihres Lebens heimsuchen, und dann? Ganz einfach. Ich frage sie, wie ihr Sohn geschmeckt hat. Ist eine witzige Sache bei Schweinen. Du wärst überrascht, wie sehr ihr Futter ihren Geschmack beeinflusst. Hab gehört, da draußen gibt's einen besonderen Ort, der für Monster wie dich reserviert ist. Wahrscheinlich schon Taten, über die man nicht spricht. Es gibt hier so viel mehr als Hexen. Killer-Metzger. Der Haarkranz. So, wo ist das kleine Mädchen hin? Es geht nichts über ein gutes Buch. Psst, nicht jetzt. Ich kann jetzt nicht. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Na schön, dann sehe ich mich allein etwas um. Fassen Sie nichts an. Wenn Sie es unbedingt wissen müssen, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Alles fügt sich zusammen. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber diese Medizinbücher scheinen überholt. Glaub nicht, dass Sie darin irgendwas Neues entdecken. Warum sollte ich das, wenn es so viele alte Dinge zu entdecken gibt? Ich frage Sie, wissen Sie, was die älteste bekannte Krankheit ist? Natürlich nicht. Also sage ich es Ihnen, der Tod. Und jede Kultur der Welt hat ein Buch zu dem Thema. Für gewöhnlich verschollen, für gewöhnlich tabu. Ich habe mein Leben der Entwirrung der Mysterien des Todes gewidmet. Ich bin nah dran, aber es fehlt noch etwas. Manche Dinge bleiben besser verschollen. Kumpel, hast du so studiert? Den Tod. Was hat Helm macht er uns? Woran sind diese Leute erkrankt? Ich glaube, es ist Gelbfieber. Ich habe die Schwestern darüber reden hören. Etwas über die Leute, die am Panama-Kanal arbeiten. Sie müssen es mitgebracht haben. Bitte, ich kann hier nicht sterben. Sie werden mich für seine Experimente benutzen. Was redest du da? Das war ein Lazarett. Sie wollten dir helfen. Verstehen Sie nicht? Das war eine Quarantäne. Es kommt keine Hilfe. Nur der Tod. Sie redet wirr. Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Oh. Warum kann sich jeder bescheuerte Geist außer mir teleportieren? Ich muss rausfinden, wie das funktioniert. Ich
Halte L1 gedrückt, um eine Zielmarkierung anzuzeigen. Bewege die Markierung mit dem rechten Stick, lasse L1 los, um zu teleportieren.